Ja, hallo hier wieder bei Gymstream. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen, heute Folge 2 Optimierungen und auch nochmal genauere Daten, weil in der letzten Folge gab es so ein paar Ungenauigkeiten, habe ich entdeckt. Die werde ich jetzt hier auch nochmal etwas bereinigen. Hier der Kandidat nochmal zur Erinnerung. Und habe einen Kondensator rausgesucht, einen Elko, einen ganz normalen einfach. Mal zurückzoomen hier, obwohl ich zeige euch den mal. Der hat 16 Volt und 1500 Milliampere. Der empfohlene, jetzt sieht man das hier schön, 16.500. Der empfohlene liegt bei 1000 Mikrofarad, allerdings umso mehr Mikrofarad, umso besser stützt der Elko den Controller von dem Gerät hier, weil, wie schon mal erwähnt im ersten Teil, wenn die Spannungsversorgung oder die Spannungsquelle hier zu wenig Strom liefert, bricht die Versorgungsspannung zusammen von dem Gerät und der Steuercontroller kriegt zu wenig Strom und dann gibt's hier eine Rauchwolke und einer von den MOSFETs geht hoch. So, deshalb haben wir hier diesen Elko jetzt. Der hat eine schöne kompakte Bauform. Ich habe den auch schon mal durchgemessen. Der hat einen schönen tiefen Innenwiderstand. Der stützt ja auch hier den Controller. Also der befindet sich nicht in dem Impulsstrom später vom Löten, sondern der stabilisiert den Controllerstrom. So, jetzt zerlegen wir die Kiste mal und dann löten wir den mal rein. Ja, noch ein Hinweis zur Stromquelle und Korrektur der Daten, wo ich vorhin erwähnt habe. Benutzt hier bloß kein 12 Volt Ladenetzteil oder irgendwas oder irgendein Labornetzgerät, um das Ding mit Strom zu versorgen, weil das hat auf jeden Fall viel zu wenig Power. Hier macht sehr viel, was das Schweißergebnis angeht, die Stromquelle aus. Also wenn ihr jetzt damit was schweißt und da kommt kein gescheiter Schweißpunkt zustande, dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Stromquelle, weil die bestimmt, wie viel Ampere hier durchfließen und den Schweißpunkt später machen. Wenn ihr zu schwache Schweißpunkte habt, dann habt ihr zu wenig Strom in der Regel und dann liegt's ziemlich naheliegend an der Stromquelle, die zu wenig Power bringt. Also von dem her keine schwachen 12 Volt Netzteile oder irgendwas anschließen. Wir brauchen was, wo direkt viel Ampere bringt und das wäre normalerweise entweder eine Autobatterie, eine Bleibatterie mit 12 Volt oder ein Lipo, aber ein ziemlich heftiger. Ich kann euch mal die Daten nochmal sagen. Steht sogar hier hinten drauf. Ich habe jetzt mal die Deckplatte abgenommen, wie man sieht. Das ist nur ein Deckel, mehr nicht. Und zwar entweder eine Autobatterie, steht in der Anleitung auch, mit mindestens 45 Ampere Stunden und einem sehr niedrigen Innenwiderstand, dass die ordentlich Ampere bringt. Die sollte bringen zwischen 200 und 350 Ampere Dauerleistung. So, beim Lipo bei 3S, das wäre summa summarum auch 12 Volt, ne? Bei 5000 mA 40 bis 70 C, das sind umgerechnet 200 bis 350 Ampere, wo der Lipo bringen muss. Ansonsten kann es eben sein, dass die Spannung einbricht und der Controller hier Unterspannung hat und ohne dem Kondensator wohlgesagt würde dann hier ein MOSFET hochgehen. Mit dem Kondensator dürfte das nicht mehr passieren. So, jetzt weiter zum Gerät. Hier befindet sich die Steuerplatine, die kann man hier schön einfach abziehen. Praktisch gemacht an dem Teil. Da sind zwei Stiftsockel Leisten,
Da kann man das einfach draufstecken wieder später. Das ist eine schöne Lösung. Hier sind die 5 MOSFETs. Den legen wir zurück, da kommen wir später noch dazu. So, hier haben wir jetzt die Steuerplatine. Jetzt geht es ja darum, hier den Elko drauf zu löten. Und zwar, ich komme mal näher hier, soweit es geht. Wo befindet sich jetzt hier der Kontakt da? Also, wir sehen hier, befindet sich, das sind ein paar freie Lötplätze, sage ich mal, für Kabel normalerweise oder noch eine Stiftleiste. Und wir nehmen den inneren davon, den hier, da kommt das Minuspol später dran vom Elko und hier befindet sich eine schwarze Diode, das ist so ein kleiner viereckiger Klotz. Und da den inneren Lötkontakt, da kommt die Plus, der Pluspol hin vom Elko. Also hier Minus, da an dem hier, an dem äußeren von der Reihe hier, oder besser gesagt der innere von der Platine aus gesehen. Und hier, vielleicht kommen wir noch näher ran ein bisschen. Hier Pluspol. So. Das machen wir jetzt. Der Lötkolben, ja, der hat aufgeheizt. Schon wieder ein bisschen abgekühlt. Ich hole euch nochmal näher ran jetzt. So. Das mal auf die Seite hier. Dann nehmen wir hier so einen kleinen Holzblock zur Sicherheit, damit hier die Arbeitsplatte feuerfrei bleibt. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen. Ach so, Heißkleber brauchen wir ja auch noch. Ja, weil wir kleben den hier später dran. So, den klebt man hier auf die Platine. Dann bleibt es eine Einheit mit der Platine hier und dann kann man das abstecken problemlos. Hier befindet sich auch noch zur Info der Ein- und Ausschalter vom Gerät hier seitlich. Also das hat einen An-Ausschalter. Hier befindet sich ein Pieper, der macht eben Geräusche beim Schweißvorgang, ich will immer löten sagen. Und hier befindet sich noch die Buchse für diesen Stecker, wo da dabei war, wo man dann später das Fußpedal anstecken kann. Den löten wir dann auch noch fest. Ja, genau. So, dann haben wir hier den Elko. Was brauchen wir jetzt noch? Genau. So. Ich habe jetzt hier doch mal die Löthilfe zur Hand genommen, habe hier einfach die Platine eingespannt. Das ist so ein, kennt wahrscheinlich mancher von euch, einfach so eine Haltehilfe für die Platine, dass man die Hände frei hat. So, dann haben wir hier den Elko. Ja. Und dann haben wir hier eine Heißklebepistole, die hat jetzt schon aufgeheizt. Ich gehe mal von aus, die Hitze reicht. Und dann packen wir das Ding hier neben den Controller, damit er noch ein bisschen Luft kriegt. Und dann nehmen wir hier den Minuspol, nehme ich jetzt in dem Fall. Hier kommt Minus, da kommt Plus hin. Hier habe ich hier den Minus. Da ist der Minuspol. Der Minuspol, der ist hier normal gekennzeichnet. Der hat hier so einen Streifen, da ist ein Minusstrich drauf, hier jetzt bei dem hier. Ich hoffe, man sieht es hier vielleicht ein bisschen so, diesen Strich da. Könnt ihr ja selber mal schauen, wie es bei eurem aussieht, normales Minuspol gekennzeichnet. So. Vorher biege ich allerdings hier noch kurz, warte mal, wie mache ich denn jetzt drauf? Minus wäre auf der Seite. Und Plus auf der Seite. Ich klebe den dann so rum drauf. Das heißt, dann mache ich hier ein, biege ich hier den etwas nach außen. So, wenn ich den da drauf klebe. Minus kann hier dann ran und Plus da drüben, genau. Und dann biege ich hier so ein bisschen, da brauche ich eigentlich fast nichts machen. So.
damit es einfach ein bisschen sauberer für die Kabel später wird. So, da tropft es schon fast. Da mache ich jetzt hier ein bisschen Heißkleber drauf. Hier ist so ein Bereich, wo die Platine relativ frei aussieht. Da sind so ein paar fettere Lötaugen. So, dann schmieren wir den hier mal ab. Und dann machen wir den mal hier drauf. So, nochmal ranzoomen, dann sieht man das vielleicht besser. So, der klebt dann jetzt hier schon. Ja, der klebt schon. Und jetzt werde ich die Kabel verlöten. Das Minuskabel. Mal, wie's Lötzinn da. Mal hier so ein bisschen. Das war, wie gesagt, der äußere hier, der hier. Fast ein bisschen dickes Kabel hier. Da die Lötaugen hier frei sind, kann ich das Kabel einfach reinstecken normalerweise. Genau. Den muss ich jetzt aber von unten verlöten in dem Fall. So, dann müssen wir mal schauen, dass es hält. So, jetzt packt er hier. Ja, was ist los, Kollege? Ich glaube, der Lötkolben ist ein bisschen trocken gewesen hier. Naja, der Lötkolben ist etwas trocken hier. Naja, das kommt vor beim Löten. So, ich habe den erst angemacht hier, dann stecken wir den nochmal da rein. So, jetzt kommt da. So. Gut. Machen wir da noch ein bisschen Lot von unten drauf. Ah, der ist aber auch hier echt komisch gerade. So, jetzt hat's gezogen. Jetzt hat's ins Loch gezogen. Jetzt passt's. Ja, jetzt sitzt er. Ja, so, dann biegen wir die Geschichte hier mal nochmal rum. So. Das wäre jetzt der Minuspol und hier wäre der Pluspol, ne, an dieser Diode hier. Allerdings. Ja, da mache ich vorher Lot dran. Bevor das hier wieder so ein Act gibt hier, so. Dann biegen wir das Kabel hier ein bisschen rum. So, der kommt ja dann hier dran. Hier erster Kontakt an den Elko, ne? Ja, das kann so ein bisschen fummelig sein jetzt. So, jetzt packt er saftig hier das Kabel. So. So, das wäre jetzt hier das erste Kabel hier. Minus wäre befestigt. Das sitzt satt. Dann machen wir hier die Klammer wieder rein. So. Na komm schon, so. Bisschen störrisch hier, der Kamerad. Dann machen wir hier einen kleinen Piekser. Mache ich hier ein bisschen Lötfett dran an die Diode. Ich löte hier schon mal ein bisschen. Das sieht alles so ein bisschen dünn benetzt aus hier vom Lot her.
So, der Kontakt kriegt noch mehr Lot. Dann haben wir hier den Pluspol. Pack mal hier ran. So. Nee, das gefällt mir nicht. Müssen wir umdrehen, da ist noch ein Kontakt in der Nähe. Dass da drüben an dem Widerstand da keinen Kontakt gibt, machen wir es von der Seite. Sieht man das hier in der Cam? Ich hoffe es mal. Oder ich mache ihn hochkant, weil sonst reicht mir vielleicht das Kabel nicht. Na, da ist schon relativ dick hier der Kontakt. Merkt man schon, der Lötkolben, der braucht eine Weile. So, jetzt haben wir hier einen schönen saftigen Tropfen drauf. Der hält auf jeden Fall. Kann ja nochmal ranzoomen. Ach, da ist schon Zoom. Gut. Also, dann haben wir jetzt hier das Kabel hier minus und an der Diode lege ich jetzt das Kabel vom Pluspol hier zu dem Kondensator ran. So, machen wir da erst auch mal einen Tropfen Fett drauf. Und Tropfen Lötzinn. Fett, sagen wir Flussmittel in dem Fall. So. Und dann kommt der jetzt hier an den anderen Pol. So. Na komm schon, Kollege. Ja, ist so ein bisschen fummelig halt. Aber so ein Hacker braucht es ja, ne? So. Okay. So, jetzt haben wir hier eigentlich schon die Verbindung erledigt. Der hält, ja, der hält gut. Ich komme nochmal hier raus aus dem Ding. Zeig's euch nochmal näher. Finger davor, dreh ich's mal um. So. Also, jetzt geht hier vom Pluspol Elko hier zu der Diode. Das Pluspol und vom Elko Minus hier zum inneren Lötpunkt hier, ne? Zum innersten von der Platine aus. So sieht es dann aus. So, dann wäre der Mod eigentlich soweit fertig, weil bei dem hier müssten wir ja nur jetzt wieder das Ding zusammenbauen. Und dann wäre das ja startklar quasi, ne? So, aber wenn wir schon mal dabei sind, okay, das wäre dann der Mod hier für den Kondensator. Das lege ich jetzt mal auf die Seite. Dann haben wir hier noch Fußtaster, das mache ich jetzt auch gleich noch. Ich hatte hier mal einen Fußtaster gekauft. Der war auch für ein Schweißgerät gedacht, allerdings für eine andere Art von Schweißgerät. Ich habe mal vorhin geschaut, der kostet so um die 10 Euro etwa. Im Endeffekt ist es ein Fußschalter. Man kann das Gerät hier elektronisch auslösen lassen. Da geht man mit den zwei Kontakten auf die zu schweißende Fläche und dann erkennt es das Gerät und pulst nach einer gewissen Zeit denn selber den Strom und macht einen Schweißpunkt. Bei dem Fußschalter kann ich den Zeitpunkt selber auslösen, quasi wann der den Schweißpunkt setzt. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen vom Feeling her, könnte ich mir vorstellen, flexibler. Wenn man doch nochmal irgendwie verrutscht oder so und denkt, ah, das war jetzt doch nicht das optimale der Zeitpunkt, dann habe ich hier halt die Kontrolle besser, wann der schweißt, ne? Mit dem Fußpedal. Im Endeffekt ist es nur ein Schalter dann, der dem Gerät sagt, schweiß jetzt und fertig. Also da läuft keine Leistung drüber.
Der kann zwar hier theoretisch 10 Ampere, 250 Volt, aber das ist eigentlich unnötig. Der könnte auch nur 1 Ampere machen oder so, das wäre in dem Fall egal. So. Dann haben wir hier. Machen wir hier mal den Kontakt hier frei. Ah, wo befindet sich jetzt hier wieder? Wo ist denn das Teil? Ja, da wäre jetzt gut, wenn man ein Messer findet. So, machen wir hier mal die Litze frei. So, da haben wir jetzt drei Kabel. Machen wir jetzt hier ein bisschen komfortabler. Das geht jetzt bei dem Dicken weniger gut. Was haben wir denn hier? Rot und Schwarz wäre hier geschlossen, theoretisch. Der öffnet auf Weiß. Weiß gibt's hier nicht. Hier gibt's. Na, die Farben stimmen ja gar nicht hier. Da steht Weiß, Rot und Schwarz. Hier gibt's. Gelb, Rot und Grün. Dann gehen wir mal davon aus, Grün wäre schwarz. Und Gelb. Dann mache ich mal Grün und Gelb abisolieren und dann messen wir mal, ob das überhaupt stimmt. So. Durchgangsprüfer. Okay, also dann klatschen wir hier mal. Kein Kontakt, jetzt gehe ich drauf. Kein Kontakt, das war schon mal die falsche Farbe. Nee, okay, das war nicht die richtige Farbe. Dann machen wir mal hier den noch frei, rot. Okay, das wäre der geschlossene. Geschlossen wäre hier schwarz und rot. Ach so, der gelbe wäre eigentlich. Ja, okay, was soll's. Also ich brauche. Okay, der schließt aber nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob es überhaupt geht dann. Okay, ich brauche rot und grün brauche ich. Bei Rot und Grün, wenn ich dreht, gibt's Kontakt, also Rot und Grün, Gelb hinfällig. Gelb kann ich jetzt theoretisch eigentlich wieder abknipsen, dann weiß ich schon mal, dass der Kontakt keinen Sinn macht. So, dann machen wir hier. Tunken wir denn mal hier ein bisschen ins Lötfett. Flussmittel. So. Dann machen wir hier. Naja, wenn schon, denn schon. Für was haben wir das Teil? Packen wir hier den rein. Dann kann man das schöner hier verzinnen. So. So. Jetzt haben wir hier noch den Stecker. Jetzt machen wir das mal so. Also grün. Grün und rot. So. Wo liegt der Stecker hier? So. So ein Stecker wird allerdings gern heiß. Naja, probieren wir es mal. Die Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Das ist einfach nur ein Durchgangssignal, wo der Kontakt einfach gebrückt wird. Also spielt keine Rolle. Dann verzinnen wir das auf der Seite. Wird hier verzinnt.
Da genauso. Ah, das läuft hier nicht so gut heute mit den 14. So. Okay. Pack jetzt hier den Stecker dran. So, einmal grün und einmal rot. Jetzt ein Gefummel hier. So. So, dann haben wir den auch schon eigentlich erledigt. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Das ist ja immer das gleiche Spiel bei den Dingern. Das ist immer das gleiche. Was habe ich vergessen? Kann es jemand erraten? Ja. Man braucht ja hier... Die Hülse muss man vorher drüber schieben. Die Verschlusshülse. Das vergisst man gern. So. Pack mal den na, das ist schon ein recht fettes Kabel hier, so. Ah, weg mit dem Teil hier. Pack mal den hier drüber. So, dann machen wir das anders. Spann mal den hier ein. So. Den einen, den kürze ich noch weiter, den brauche ich ja eh nicht. So. Und jetzt gleich nochmal, so. Ja, wegen der Leistung nochmal. Also, spart nicht an der Batterie oder an der Stromquelle. Da habt ihr nachher nur Probleme mit dem Gerät und mit euren Schweißpunkten. Das Punktschweißen. Braucht einfach ordentlich Impulsstrom und da reicht eben kein schwaches Ladegerät oder sowas. Da braucht es einfach ordentlich Dampf. So. Was wir hier noch machen, da krimpen wir hier noch das Ding hier ein bisschen zu, damit es ein bisschen Zugentlastung hat. Na, wo ist das Teil jetzt? Wo liegt die Zange hier? Kann man die Kralle hier ein bisschen umbiegen. So. Ja gut, das, mal sehen, ob ich das überhaupt benutze. Mal zum Probieren auf jeden Fall. So, und jetzt können wir das hier drüber schieben. Und verschrauben. So, und dann wäre unser Fußtaster bereit zum Anschluss an unser Gerät. So. Und wird dann hier unser Impuls auslösen. So, okay. Dann jetzt ist die Sache natürlich so. Jetzt schauen wir mal. Passt es hier drauf? So rum. So. Da sieht man jetzt den Elko. Also da hat es noch Platz, weil wir brauchen auch ein bisschen Platz. Weil jetzt kommt schon das nächste. Und zwar hier unsere Leistungskandidaten. Wenn wir hier jetzt fröhlich drauf losschweißen und die sind zwar hier mit 300 Ampere angegeben,
Ja, mit der Zeit wird es natürlich heiß hier und es kann natürlich auch dazu führen, dass die abrauchen. Hier wird man noch schauen, dass man hier. Ich habe noch keinen passenden entdeckt jetzt. Die sind alle irgendwie von der Größe noch unpassend. Hier kommt noch ein Kühlkörper drauf. Und dass die hier auf jeden Fall von der Temperatur auch gesichert sind. Weil umso besser die gekühlt sind, umso mehr Power können da eben auch durchfließen. Wenn so ein Bauteil gekühlt wird, dann hat's noch mehr Leistungspotenzial. Also nochmal wichtig auf jeden Fall, wäre wegen der Leistungsstromquelle zu sagen, dass die am besten eine Autobatterie, eine große, also ich nehme eine große, die hat dann um die, ja, was hat die? Ich glaube, die hat 150 Amperestunden. Und die hänge ich da dran, weil ganz klar lieber ein bisschen mehr wie zu wenig Strom, weil der Schweißpunkt selber wird ja noch über die Elektronik geregelt. Genau noch was zur Funktion. Die sind ja wie Schalter eigentlich und schalten den Strom durch. Das heißt, ich kann immer nur so viel Ampere in den Schweißpunkt bringen, wie mir hier die Stromquelle bringt. Die lassen den Strom durch, die sind einfach stark durchlässig und lassen den Stromimpuls dann zu. Hier der Controller, der sich da drauf befindet, der steuert hier über das Display die Dauer des Impulses. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, was man alles einstellen kann. Auf jeden Fall den Stromimpuls, die Länge. Wie lang steht hier die volle Power an auf meinen Schweißpunkt bezogen. Umso länger der Impuls, umso länger die Schweißzeit, umso stärker der Schweißpunkt. Und umso länger die Schweißzeit, umso mehr heizt sich hier natürlich auch hier der Leistungsteil auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen E-Akku, einen E-Bike-Akku schweiß und habe da 50 Zellen und bin da am Schweißen die ganze Zeit, dann wird ja hier natürlich schon ordentlich Hitze entstehen. Und wenn ich jetzt eine starke Batterie habe, zerhau ich mir die auch, wenn die Dinger überhitzen. Die sind relativ wärmestabil angegeben mit 175 Grad. Also das ist schon hoch. Aber warum soll ich mir denn die hier so quälen, wenn man die kühlen kann? Da kommt ein Kühlkörper drauf und dann. Es geht ja hier auch darum, dass wir das Ding stabil machen. Ich will hier kein Video machen, wo ich irgendwie kurz irgendwas zeige und dann mache ich zwei Schweißpunkte und mache den Film aus. Und wenn ihr das nachmacht, macht ihr auch zwei Schweißpunkte und dann brennt euch das Ding hier durch. Das macht ja keinen Sinn. Ich möchte ja auch selber ein Gerät, das dauerhaft hält, das mir am besten unbegrenzt an der Zahl hier Schweißpunkte machen kann, ohne dass mir das hier kaputt geht. Deshalb mache ich das jetzt alles ein bisschen ausführlicher. Hat auf jeden Fall einen Sinn, weil das einfach jetzt hier darum geht, dass das Gerät auch halten soll auf längere Zeit. Genau. Ja, so Freunde des Schweißgeräts. Jetzt geht's weiter dann in Teil 3 mit weiteren Details noch und zwar kommt demnächst das Schweißband an, dann machen wir mal Schweißversuche. Dann wäre noch eine Idee, die Spannungsquelle zu stabilisieren mit mehr Kondensatoren für mehr Ampere und das Thema Kühlung. Und dann geht es immer weiter. Und wir sehen uns im dritten Teil. Bis bald.